Herzlich willkommen beim Invest in Best YouTube-Channel. Mein Name ist Deutsch Benjamin. Mein Name ist Hannes Heldnagel. Und heute haben wir ein super spannendes Thema, denn es geht um die Schlachtbank Europa. Wie wir alle wissen, die Schafe werden in der Regel immer zu einer Schlachtbank geführt. Und das war's, der goldene Schuss in den Abgrund, der wird jetzt kommen. Wir sprechen nicht über den amerikanischen Adler oder über den chinesischen Drachen oder über den russischen Bären. Nein, wir sprechen über das europäische Schaf. Und was ist da wieder passiert derzeit? Wir haben aktuell einen großen Deal zwischen den EU-Staaten. Es geht natürlich um diesen Fiskaldeal, um eben die Erhöhung der Staatsausgaben unter den 27 Ländern innerhalb der Europäischen Union. Und wer hat sich da eingemischt? Natürlich Christine Lagarde hat sich da ganz fest eingemischt. Natürlich haben sich auch alle Politiker, haben diesen Deal wieder gesegnet. Das wäre es das Größte überhaupt seit dem Beginn der Europäischen Union, Hannes. Und da möchte ich jetzt gleich sofort zu Beginn einen Chart einblenden, wo wir uns anschauen, wer denn von diesem gesamten Deal, der natürlich im Zuge der Pandemie, von der Krise jetzt gemacht worden ist, wer da am meisten profitiert. Wir haben hier ganz klar dabei die Italiener. Die Italiener sind das erste Land, die bekommen am meisten. Wir sprechen insgesamt von über 60 Milliarden Euro, die hier fließen. Dann kommen sofort die Spanier, dann kommen die Franzosen und dann kommen die Polen und dann erst Deutschland. Man darf jetzt nicht vergessen, dass Frankreich, Spanien und Italien die zweit-, dritt- und viertgrößte Volkswirtschaft innerhalb der Europäischen Union bilden. Und natürlich auch diese Länder waren die letzten 10, 12 Jahre nach der großen Finanzkrise natürlich die Länder, die am meisten gebeutelt waren von dieser ganzen Euro-Krise danach. Also alles, was wir jetzt hier sehen, ist nichts anderes, dass eben die reichen Länder im Norden einfach für den Süden jetzt blechen können. Und nochmal, jetzt ist es eben amtlich, es ist soweit, dieser Deal ist durch. Und die EZB und die Lagarde, Hannes, hat gesagt, das ist ein Game-Changer, weil jetzt eben solidarisch zwischen den reichen und den armen Mitgliedstaaten dieser Deal zustande gekommen ist, Hannes. Und der soll jetzt Wachstum bringen. Der soll jetzt Millionen von Jobs wiederbringen innerhalb der Eurozone bis 2024. Aber sind wir uns doch mal ehrlich, Hannes, wohin soll denn so etwas führen? Wohin, was bringt es, wenn man jetzt die einfach besser gewirtschaftet haben, die vielleicht sich besser angepasst haben, für einen anderen bezahlen sollen? Ist man in unserer heutigen Welt, natürlich muss man immer solidarisch sein. Alles muss solidarisch sein, weil sonst bist du ja ein Unmensch. Ja, das ist doch unglaublich, wo wir hier hingehen. Das ist doch eine Entwicklung, die kann nicht positiv sein für Leute, die im Leben Gas geben wollen, die was erreichen wollen, die was aufbauen wollen. Benjamin, das Wort, das Unwort des Jahres in meinen Augen, aber das Wort des Jahres wird solidarisch sein. Es ist unsolidarisch, wenn du keine Maske trägst. Es ist unsolidarisch, wenn du nicht bereit bist, dein Hab und Gut zu teilen mit all jenen, die nichts dafür getan haben. Es ist unsolidarisch, wenn du von Grenzen sprichst. Es ist unsolidarisch, etc., etc. Und so, wie gesagt, wir haben in vielen Videos schon gesprochen darüber, sperren auch Unternehmer, vermeintliche Unternehmer, ihre Unternehmen zu aus Solidarität. Dass sie andere nichts verkaufen dürfen, wollen sie auch nichts mehr verkaufen. Und in diesem ganzen Wahn des Gutmenschentums zerstören wir nicht nur unsere Wirtschaft, sondern auch unsere Kultur und unser Leben mehr oder weniger. Benjamin, warum ist Italien bevorzugt bei dem ganzen Deal, kann ich dir sagen. Italien macht brav mit. Italien ist das Vorzeigerland Nummer eins, zumindest von Seiten der Politik, wenn es darum geht, den Great Reset, die Agenda 2030 umzusetzen. Italien hat beschlossen, einen Großteil der ganzen EU-Milliarden für die Digitalisierung der Zahlungssysteme zu verwenden. Wenn man jetzt weiß, Benjamin, dass diese chinesischen Bestrebungen der Seidenstraße, des Imports der ganzen Waren ganz stark mit Italien zusammenläuft, dass ganz, ganz viel in Italien von China Kapital investiert worden ist, ja, dann macht das Ganze auch Sinn, denn China ist auch ganz vorne bei der beim digitalen Zentralbankgeld, das dann auch wahrscheinlich neue Weltwährung werden wird, wenn es über Italien, über diese Digitalisierung nach Europa gebracht wird. Und Benjamin, für mich ist nicht die Frage, ob das Schaf geschlachtet oder nur geschoren wird, sondern es wird für mich beides. Es wird erst geschoren. Wie gesagt, wir alle werden unsere Vermögen mehr oder weniger irgendwo, ganz egal ob groß oder klein, abgeben müssen. Wie gesagt, Klaus Schwab hat es ja gesagt, indem er sagt, in 10 Jahren werden wir alle nichts mehr besitzen und glücklich darüber sein. Also wir werden einmal geschoren und dann wird die Freiheit, die Eigenständigkeit, ja sozusagen auch irgendwo die Menschenwürde geschlachtet.
Ja, und was passiert denn parallel neben diesem ganzen politischen Bestrebungen, wie du gerade gesagt hast, dann ist in Italien natürlich das Vorzeigeland, die auch die Lotterie mittlerweile ausgeben für digitale Zahlungsmöglichkeiten. Du weißt es, also es kommt alles von China. Wie in China. Übrigens hat China angefangen und dann macht Italien 1-2-1 nach. Also da sieht man einfach, wie perfide der Plan 1-2-1 in Europa herumgesetzt wird. Und die Leute schauen einfach nur zu, Hannes. Aber nichtsdestotrotz gehen wir zurück zu Christine Lagarde, unserer Lieblingsfrau. Auf jeden Fall zusätzlich zu dieses PEP-Programm, also das Pandemic Emergency Purchase Program, was ja so cool klingt, dieses PEP Online-Aufkaufprogramm. Das wurde jetzt wieder im Zuge des Deals auch beschlossen, Hannes, 500 Milliarden Euro werden jetzt wieder erweitert. 500 Milliarden Euro weiterhin werden jetzt schon wieder in die Wirtschaft gepumpt. Die haben jetzt 1,85 Billionen Euro, Hannes, die bis März 2022 fließen. Wohlgemerkt, meine Lieben, vergesst bitte nicht eines, gestartet haben wir dieses Jahr im März mit dem PEP-Programm bei 750 Milliarden Euro. Dann hat man es im Juni aufgestockt auf 1,35 Billionen Euro und jetzt ist es Dezember und jetzt wird es auf 1,85 Billionen Euro aufgestockt. Vielleicht ist es nächstes Jahr bei 3,5 Billionen Euro oder 5 Billionen Euro. Wer weiß, was da alles auf uns zukommt, Hannes. Es hört einfach nicht mehr auf, dieser Wahnsinn. Und aber ich muss schon sagen, Benjamin, für mich das Schlimme dabei ist einfach, die Menschen nehmen es hin. Es ist einfach eine kleine Schlagzeile in den Nachrichten und sie nehmen es einfach hin und im Gegenteil noch, es wird als etwas Positives wahrgenommen. Ja, man hilft ja. Der Staat, die Union hilft und steht solidarisch zusammen. Aber dass nichts anderes stattfindet wie ein Raub an allen jenen, die für ihr Hab und Gut gearbeitet haben, die der Leistung gebracht haben, das sagt keiner. Dass es mehr oder weniger nur ein Tausch ist zwischen Papierkonstruktion und dafür den Raub an Leistung, an Arbeitszeit, an Lebenszeit etc. Ja, und es geht natürlich auch, Hannes, jetzt, was auch wichtig ist zu erwähnen, man hat ja oft schon darüber gesprochen, dass man einen gemeinsamen EU-Haushalt macht. Ja, im Zuge dieser Krise jetzt ist das mehr de facto eigentlich passiert. Also die Nationalstaaten und deren Bilanz, das verschwindet immer mehr. Es gibt nur mehr eine EU-Bilanz. Wir sind damit einen ganz großen Schritt näher gekommen. Und Lagarde hat sogar auch gesagt, Hannes, dass wir bei diesen Möglichkeiten, die wir derzeit jetzt haben, mit diesem Fiskaldeal, dass man einfach für die Zukunft auch verwendet, hat sie schon gesagt. Also sie hat schon ganz klar gesagt, ein permanentes Tool, so hat sich ausgesprochen, permanentes Tool für zukünftige Krisen, die ähnlich sind. Also wie kann man so eine Krise, die historisch ist, überhaupt noch mal in den Mund nehmen und sagen, ja, wenn es noch mal kommt, dann machen wir wieder das Gleiche. Also es wird einfach hier darauf hingearbeitet, dass hier immer weiter und immer weiter eben jetzt stimuliert wird. Der klinisch tote Patient wird weiterhin hier mit Geld geflutet, Hannes. Aber nichtsdestotrotz, die Zinsen, Hannes, sind überall auf ein totales Rekordtief gefallen, obwohl wir diese riesengroßen Fiskaldeal jetzt von 2,2 Billionen Euro haben, fallen die Zinsen weiterhin. Wie kann so etwas sein, Hannes? In einem gesunden Marktumfeld geht sowas gar nicht. Aber ja, die Zentralbank kauft diese Anleihen und kauft weiterhin Anleihen. Es hört nicht mehr auf, dieser Irrsinn. Da wollen wir jetzt hier eine Grafik einblenden, wo wir uns jetzt eben anschauen, die portugiesischen 10-jährigen Zinsen, die spanischen 10-jährigen Zinsen, die italienischen 10-jährigen Zinsen und die griechischen 10-jährigen Zinsen. Und man schaut einfach, im März hat es diese Explosion gegeben in den Zinssätzen. Logischerweise war das ganze Finanzsystem wieder in eine Schieflage gelangt ist. Aber man hat sofort reagiert und mittlerweile sind die Zinssätze wieder anders. Komplett bei Null-Bereich rum und ein Zinssatz ist nichts anderes für einen Preis von Risiko. Also wenn wir Zinssätze um Null haben, bedeutet das, wir haben überhaupt kein Risiko, man kann so günstig Geld aufnehmen wie noch nie. Wohin führt das, meine Lieben? Inflation, das haben wir schon oft gesagt, deswegen schützt euch, das ist wichtig. Das möchte ich unbedingt noch. Benjamin, ganz richtig, du sagst Schlagwort, schützt euch. Ich bin einfach der Meinung, wer sich jetzt vorbereitet, ein bisschen Bildung sich aneignet, das ist das Wichtigste, was man momentan tun kann. Sich einfach weiterbilden, sich fortbilden. Und wenn man dann diese Fakten auch lesen kann, die da alle vor uns präsentiert werden, die wir aber gar nicht mehr aufgrund der Fülle, aufgrund der Ablenkung, aufgrund der Propaganda sehen können, wenn man das aber wieder schafft, ja, dann kann man sich perfekt vorbereiten und dann kann man die großen Wellen dieser Zeit reiten. Einen Versuch und eine Möglichkeit haben wir euch geboten bei unserem Online-Kurs Prepare for 21 auf unserer Webseite investinvest.de. Da haben wir wirklich die wichtigsten Faktoren und vor allem, Benjamin, aber die größten Chancen für 2021, wie man Generationenvermögen jetzt in dieser Dekade, in diesem Umbruch schaffen kann. Und ich glaube einfach, es ist fast schon fahrlässig, diese Chance jetzt auch irgendwo auszulassen, Benjamin, denn jetzt entweder, glaube ich, es wirklich so, entweder man wird geschoren, wo es nur geht, man gehört zu den großen Verlierern dann oder man kann jetzt zu den großen Gewinnern werden. Man kann diese große, massive Welle jetzt reiten und wirklich Gewinner dieses Umbruchs werden. Und Benjamin,
Heute haben wir einen raus wieder. Da legen wir zu Weihnachten noch einen drauf. Und zwar für alle jene, die jetzt sagen, okay, ich schaue mir das Prepare for 21 Seminar an. Ich will meine Eigenständigkeit zurück. Ich will Wachstum. Ich will zu den Gewinnen dieser Zeit dazugehören. Da legen wir kostenlos die gesamte Jahresmitgliedschaft mit Update Area, Wochenupdates, Zyklen-Update, Alert Area, wo wir euch immer informieren, wenn irgendwas am Markt passiert, wenn irgendwo sich große Chancen oder auch Risiken auftun, informieren wir uns da euch immer in Echtzeit und das alles kostenlos mit dabei. Also jetzt einfach bei Prepare for 21 das Seminar, das Online-Event für 2021 vorbereiten, buchen und die gesamte Jahresmitgliedschaft kostenlos dazu. Hannes, hast du gerne draufgelegt heute? Auf jeden Fall. Ich glaube, für nächstes Jahr werden wir das dringend brauchen. Wir brauchen viele, viele Investoren, die gut gebildet sind, die gut aufgestellt sind und sehr wachsam sind, weil was hier von uns zukommt, alles, was wir in unseren Terminals sehen, bedeutet einfach, das steht alles auf Inflation. Das Geld wird noch billiger sein wie je zuvor. Das Geld wird noch mehr rausgeschmissen wie je zuvor. Das wird die Preise treiben. Das wird die Preise von vielen Vermögensklassen treiben. Aber das ist natürlich auch für Leute, die es wissen, wie es geht, eine Riesenchance. Immer wo viele wo viele Dinge umfallen, stehen auf der anderen Seite viele auf, muss man einfach sagen, Hannes, es ist so und deswegen sollte man davon profitieren. Vergesst bitte jetzt auf keinen Fall dieses Video auch zu teilen. Unbedingt dieses Video teilen, wenn jeder, der in Europa lebt, ja, der sollte dieses Video einfach gesehen haben. Es ist wichtig, sich darauf vorzubereiten, weil nochmal, man kann nichts dagegen tun, was unsere verrückten Leute da draußen wieder gerade machen. Deswegen, alles, was man kann, ist sich anzupassen und unbedingt auch natürlich unseren Kanal abonnieren. Das ist auch noch ganz wichtig. Ganz richtig, Benjamin. Und zwar ist es ja immer so, alles im Leben ist eine Entscheidung. Es ist einfach so. Ich kann mich entscheiden, weiter im Mainstream zu leben, weiter der Propaganda von Politik, von Medien, von Wirtschaft zu folgen und dann am Ende des Tages draufzukommen, ich bin geschoren worden. Ich bin auf die Schlachtbank geführt worden und an und für sich ist mir jetzt jede Eigenständigkeit und jede Freiheit genommen worden. Oder ich kann sagen, okay, ich evolutioniere mich, ich passe mich an, ich werde besser. Und das in einer Gemeinschaft, wo sich jeder gegenseitig trägt, pusht, stärkt mit Informationen, mit Wissen und mit einem Erfolgsmindset. Und genau das haben wir bei Invest in Best gefunden, Benjamin. Das macht mich mehr als stolz. Wir sind da wirklich eine fantastische Gruppe, haben da schon so viele Mitglieder, die sich gegenseitig von allen Richtungen, von 17 Ländern mittlerweile sind wir und von verschiedenen Berufsgruppen auch, wo man uns gegenseitig stützen kann. Und alles verbindet uns irgendwie eine Sache, und zwar das Mindset, irgendwo was zu leisten, was zu schaffen und dann auch Gewinner dieses Umbruchs, dieser Epoche zu werden. Vielen Dank, Hannes. Und zum Ende natürlich, vergesst bitte niemals, die Zyklen schaffen 2021 sicherlich nicht. Nutzen wir deshalb jetzt die Chancen daraus. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Tschüss.